Ich kann es selbst kaum glauben, dass ich gerade wirklich die Kamera in der Hand habe und endlich mal nach anderthalb Monaten, glaube ich, fast zwei Monate, einen neuen Vlog für euch drehe. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich kann es selbst kaum glauben, dass ich gerade wirklich die Kamera in der Hand habe und endlich mal nach anderthalb Monaten, glaube ich, fast zwei Monate, einen neuen Vlog für euch drehe. Also wirklich, ich habe die letzten Tage, Wochen einfach irgendwie keine Motivation gefunden, die Kamera in die Hand zu nehmen und einen Vlog zu drehen. Aber ich habe es mir heute als ganz großes Tagesziel gesetzt und deswegen dachte ich mir so, komm, ziehst du jetzt auch mal wirklich durch und drehst aber mal einen Vlog. Ich weiß nicht, wohin es führt. Ich weiß nicht, ob ich die nächsten Tage die Motivation finde, weitere Vlogs zu drehen, aber ich kann versprechen, dass ich auf jeden Fall heute den Vlog zu Ende drehen werde, also wirklich euch wieder im Alltag ein bisschen mehr mitnehme. Wir haben es jetzt noch vormittags, 10.49 Uhr, ich habe die Kinder schon weggebracht, ich habe auch schon meinen ersten Kaffee getrunken, werde mir jetzt gleich meinen zweiten Kaffee machen. Ja, ich habe einiges zu tun, ich habe da hinten zum Beispiel diesen, ach, die ganzen Schubladen sind offen, da hinten so einen riesen Stapel an Paketen, das ist alles das ganze Zeug, unten im Keller ist noch mehr. Viele Adventskalender für euch, die muss ich jetzt echt langsam anfangen zu packen, die warten eigentlich noch auf unsere Blöcke, die mit reinkommen. Es gibt nämlich dann noch neue Blöcke. Es wird ja ein Motivations-Adventskalender und es wird auch im 24. Türchen ein neues Buch geben, passend dazu. Ja, auf die Sachen muss ich jetzt noch warten und dann können die Adventskalender eigentlich theoretisch online. Jetzt quatsche ich wieder unglaublich viel, es tut mir leid. Jetzt hätte ich fast die Kamera vergessen. Ich muss jetzt nämlich ganz schnell die Kinder abholen. Ich habe mich total verpeilt in der Zeit. Schon 15:27 Uhr. Ich habe nämlich gerade noch ein bisschen am Adventskalender gearbeitet, habe mir ein paar Sprüchekarten bestellt. Und jetzt geht es ganz schnell die Kinder holen. Das ist die Miley, dann die Juna. Wieder zu Hause. Wollen wir Lulu machen gehen? Ja? Wollen wir Lulu machen gehen? Hier schnallst du an? Ja. Okay. So, Profi 2 habe ich jetzt auch getrunken. Die Kinder sind am Spielen. Ja, ich kriege langsam Hunger. Aber es ist leider noch so zeitig zum Abendbrot essen. Gleich kommt mein Manager vorbei, der will mir ganz kurz noch was... Das ist übrigens das Herzhusten, was sie hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Deswegen bekommt sie täglich Medikamente. Bis ihr Lebensende. Was hoffentlich noch ein paar Jährchen sind. Genau, mein Manager kommt jetzt gleich vorbei. Da bringt mir noch was vorbei. Und ich gebe ihnen einen Stapel an Rechnungen mit. Das ist wenig, oder? Dann waren wir noch beim Bäcker. Dann habe ich noch Brötchen für morgen mitgenommen. Zum Morgen mal kein Müsli, kein Toastbrot, sondern frische Brötchen. Ja, ich habe heute Vormittag noch, habe ich gar nicht gefilmt, Hackbraten gemacht. Richtig lecker. Habe ich richtig Bock heute drauf. Und das gibt es dann heute nachher zum Abendbrot. Deswegen habe ich auch so einen Hunger. Ich habe gar keinen Bock abzuwarten. Ich würde sagen, ich packe jetzt mal hier so ein paar Pakete aus. Also das brauche ich nicht auspacken. Das ist für den Adventskalender. Das sind so solche Stoffbeutelchen. Aber ich habe etwas zugeschickt, das habe ich nicht bestellt. Und zwar nämlich von House of Sweets. Keine Kooperation, müsst ihr jetzt keine Angst haben hier. Ich mache jetzt nicht den ersten Vlog gleich eine Kooperation, sondern ich habe es wirklich zugeschickt bekommen. Und ich habe null Plan, was drin ist. Und weil ich ja die Süßigkeiten so extrem liebe, packen wir es einfach mal gemeinsam aus. Oh, was denn da, ey? Okay, die haben auf jeden Fall wieder neue Sachen, so wie es aussieht. Das war nämlich Cornflakes von Dunkin' Caramel Macchiato. Ich glaube, da sind sogar, würde ich meinen, kleine Marshmallows drin. Dann von hier Kinder, diese Ü-Eier zum Löffeln. Habe ich jetzt auch ein richtiges, ich habe richtig Wasser im Mund. So ein richtiges Megapack zugeschickt bekommen, weil die haben solche Crispies da drin. Ew, was ist das denn? Irgendwas Scharfes mit Limette und Pfeffer. Probieren wir mal eins, oder? Nein. Oh. Wieso kommen die jetzt alle unten raus? Ich mache oben auf und die unten fallen sie raus. Warum? Farbe ist jetzt auch nicht gerade unkünstlich, würde ich sagen. Oh, ist aber scharf. Ups, Mann, ich hab gesaugt. Tatsächlich? Tatsächlich scharf. Aber so ein leckeres Schaf, kennt ihr? Gibt es so scharf? Scharf? Die sind scharf einfach. Die schmecken einfach nur scharf. Aber die schmecken tatsächlich lecker scharf. Aber kann man auch nicht so viele von essen. Oh, die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Richtig lecker sind solche Donuts. Und so ein Crispy drum. Die sind
unnormal geil. Wieder Oreo, nochmal Donuts mit Schokolade drum. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier irgendwas Neues sehe. Ich meine, das hier ist neu. Ich mag ja sowas, was so Chips-ähnlich ist mit Schokolade drum. Oh, ist das eine Oreo-Creme? Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Muss ich erstmal gucken. Es sieht aus erstmal wie so eine Oreo-Creme und obendrauf sind noch solche Kekskrümel. Ich weiß jetzt nicht, ob man das aufs Brot macht wie Nutella. Boah, lecker. Das ist einfach nur diese Oreo-Creme. Hammer. Okay, es sind wieder mega krass geile Sachen dabei. Ich kann gar nicht alles zeigen in dem Video, weil sonst ist das ganze Video nur damit gefüllt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wie gesagt, es ist keine Kooperation. Ich packe jetzt erstmal Süßigkeiten alle weg, bevor die Kinder das sehen. Und warte auf Sven. Gott, ich habe schon wieder vergessen, ich habe Wäsche angesetzt. Huch, alles okay? Clownskopf. Jedes Mal, ich mache die Wäsche an, weil die hier unten im Keller steht, vergesse ich die jedes Mal. Muss ich jetzt noch ganz schnell den Trockner packen. Und dann die neue Maschine ansetzen. So. Oh Gott, hier wird alles raus. Riecht so geil. Ich liebe es. Da, 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 da. Ich liebe es. Jetzt, jetzt, jetzt. So. Und gleich die nächste Maschine. Ich nutze übrigens, mit meiner, ich liebe diesen Duft. Ich nutze gar keinen anderen. Ich nutze einmal hier so Lenore Wäschepads. Und... Ich habe selber Manager geklingelt. Die Wäscheperlen hier. So geil. Also Bettwäsche und Handtücher nur mit diesen Perlen. Ja, ich komm doch. Tauschen? Mann, wie geht's dir? Okay, war doch jetzt nicht Sven, sondern war Amrei. Was ist das hier? Mädels, wer von euch hat gerade Mao angegessen? Doch. Juna, hast du gerade eben ein Kaubonbon gegessen? Ein Mao-Arm? Papier wegräumen, Fräulein. Mhm, aber ganz flott. Ja, ja, habe ich gar nicht gesehen. Genau. Ich mache jetzt doch schon Abendbrotessen. Ist aber auch gar nicht so spät. Ich habe mich voll von erschrocken. Es ist schon später, als ich eigentlich gedacht habe. So mindestens eine Stunde später. Hackbraten ist schon im Backofen. Ich habe das ja heute Vormittag schon angefangen. Machen jetzt gerade nochmal warm. Lässt sie nochmal die letzten 10 Minuten fertig backen. Und ja, ansonsten gibt es Möhrchen, Erbsen, Kartoffeln und eine Soße. Schwappfatz. So. Essen. Was willst du nicht essen? Das Gemüse? Ich dachte, im Kindergarten isst du jetzt auch immer Gemüse. Ich finde das lecker. Na, ich wollte eigentlich schon mal was fragen. Was denn? Was ist, gehört denn zu Tomate? Ist Tomate Obst oder Gemüse? Gemüse. Okay. So, Miley präsentiert uns jetzt mal ihre neuesten Kunstwerke. Lass Wer sehen. Ich. Zeig mal bitte ganz kurz, warte mal ganz kurz. Das ist was, oh krass. Geil aus, auf dem Kopf. Hier. Das sieht gerade nicht so schön aus. Okay, weiter. Nächste. Ich finde die Frisuren cool. Das haben die alle auf dem Kopf, das ist mega geil. Das geht schon. Nein, ich meine diese Rosen oder was sie da auf dem Kopf haben. Ich will die Pinke. Und die letzte? Die nehme ich, die nehme ich, die nehme ich, die ist schön. Ich nehme die Pinke. Oh, also sind alle schön, aber die ist richtig schön. Juna, wir räumen jetzt hier noch ein bisschen auf. Nicht alles, aber ein bisschen. Und dann geht's ab ins Bett, okay? Oh. Komm, nur ein bisschen. Guck mal, was ist das? Ist alles hier einmal zusammenräumen? Nur das Lego. Ja, dann ist schon die Hälfte weg. Ja, machen wir so. Auf geht's, los. Na bitte, geht doch. Jetzt dieser kleine, ganze Kleinkram hier, das machen wir dann morgen. Schön dunkel hier in der Küche. Ich mache mir immer so Kerzen an, auch zum Abendbrotessen. Ich habe jetzt gerade hier meine Kooperation abgedreht mit der Glossy Box. Übrigens, ich liebe diese Glossy Box, ne? Also... Ich habe sogar schon Werbung gemacht, habe ich noch nicht mal eine Kooperation mit denen gehabt. Und jetzt bringe ich mir meine Mädels ins Bett und dann drehe ich noch ein paar TikTok-Videos, würde ich sagen. Habe ich nämlich richtig Bock zu und mache ich viel zu selten. Habe ich nämlich genauso eine lange Pause gehabt wie mit den YouTube-Videos. Weiß, dir wird es jetzt nicht gefallen, was ich sage, aber... Nein! Doch! Nein! Bett geht's halt! Wup, wup! Schlafenszeit, ich kriege dich morgen sonst früh nicht raus. Ich will das zeigen, guck mal. Hier. Was ist da? Da. Was ist denn da? Dreckige Fußnägel hast du. Nein, kurze Riss. Ih, dann lass den. Nicht daran noch rumspielen. Nix. Bis du weiter hochgehst. Ich kann es abschneiden. Ja. Okay, dann komm mit. So, aber jetzt wirklich ins Bett, bitte. Okay? Juni, Buni. Ja. Auch ab ins Bett. Ich bin ins Bett. Ja, ich meine. Krieg ich einen Kuss? Schlafenszeit, ja? Willst du noch eine Toni-Figur hören zum Einschlafen? Ja. Welche? Sag jetzt nicht schon wieder Miffy! Warum denn immer Miffy?
Wir lieben das Lied von Miffy. Jeden Tag gibt es Miffy. Willst du nicht mal was anderes hören? So. Beide Kinder sind im Bett. Ich muss mir dieses So abgewöhnen. Wenn ich Storys beginne oder auch wenn ich die Kamera anmache, immer So. Als erstes nervt mich schon selbst. Ja, ich räume jetzt hier noch das Chaos da weg und dann fange ich an mit TikToks. Meistens brauche ich da immer so für, weiß ich nicht, mindestens 2 Stunden. Ich wollte aber eigentlich noch einen Film gucken. Ich habe nämlich einen Film gefunden. Ich habe einen Film gesucht oder bei Google eingegeben, Filme wie The Secret. Kennt ihr den Film? Also wenn ihr diesen Film nicht kennt, beziehungsweise ist es eigentlich sowas wie eine Doku, dann müsst ihr euch den unbedingt mal anschauen. Da geht es viel ums positive Denken und Positives sieht Positives an und so weiter. Und ich habe halt nach ähnlichen Filmen gesucht und habe dann einen gefunden, der heißt Der Film deines Lebens. Genau, so heißt der auf Amazon. Kann noch nicht sagen, ob der gut ist, aber auf jeden Fall hat er eine richtig gute Bewertung. Also fast volle Sterne. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Den möchte ich mir auf jeden Fall heute mal angucken. Aber erstmal ein paar TikTok-Videos drehen. So, ich werde mal hier den ersten Vlog beenden und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und drückt mir die Daumen, dass ich wieder Motivation finde, öfter Vlogs zu drehen und auch euch mehr in den Alltag mit reinzunehmen. Bis zum nächsten Vlog. Eure Anne Wünsche. Bye, bye.